Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass, was auch immer. Wir machen nochmal 4 Strecken in schwer, aber diesmal nicht unsere Lieblingsstrecken, sondern Strecken, die wir gar nicht mögen. Das wird jetzt nur ein bisschen schwerer zum Aussuchen, denke ich. Welche würde ich niemals nehmen, ist die Frage. Also mir fällt spontan diese eine Regenbogenstrecke ohne Wand ein vom Gameboy. Oh, ich weiß, Alter. Ninja Dojo, ich darf anfangen. Ninja Dojo. Ich hasse sie. Da fahre ich gegen jede Wand. Ja, also ich würde, glaube ich, diese eine Regenbogenstrecke, wo du überall runterfällst, nehmen. Aber jetzt, weil wir schon bei Hassstrecken sind, gibt es eine Konsole, die du gar nicht ausstehen kannst. Egal jetzt, ob Nintendo, Xbox, PlayStation. Ich meine, man weiß ja zum Beispiel, dass der Virtual Boy sehr unbeliebt war. Und die Wii U auch. Aber jetzt mal so von den typischen. Boah, das ist schwierig. Oder würdest du sagen, so NES, SNES mag ich nicht, weil es auch schon wieder... Für mich zum Beispiel ist N64... halt, ich habe keine große Verbindung mit und ich mag die Grafik nicht. Deswegen ist das für mich auch so eine Konsole, wo ich sage, weiß ich nicht. Ja, das stört mich halt so gar nicht. Also ich finde Grafik... Der Controller, ist... dieser ausgenudelte Stick da. Ja gut, das kann ich verstehen. Na super. Also bei Hass-Controllern wäre es auf jeden Fall sehr weit oben mit. Also auf der einen Seite liebe ich ihn, auf der anderen Seite hasse ich ihn aber auch. Das ist ja, auch schwierig. Wovon man das festhalten? Jeder Spiel ist es einfach anders. Ja, eigentlich ist zu 99% gleich. Ich kenne fast, ich weiß nicht, ob mir spontan überhaupt ein Spiel einfällt, was das Steuerkreuz nutzt. Okay. Deswegen, ja. Und dann ist das auch noch so, ich weiß es nicht, ich fühle das nicht. Aber sonst kann er die alten, ich kenne halt die meisten, die sind jetzt ein Retro-Dinger, hatte ich halt keine Verbindung mit. Und ansonsten, den meisten anderen kannst du halt nichts Schlechtes so groß sagen. Sega Mega Drive. Ja, die hatte ich halt aber nicht. Atari 3000. Weiß ich nicht, ich mag, wenn du jetzt nach Controller gehst zum Beispiel, wahrscheinlich war du, weil ich zu wenig genutzt habe, die Wiimotes auch überhaupt nicht. Ja gut, das ist natürlich so. Weil ich halt nicht was damit gespielt habe und ich bin halt einfach immer überfordert. Ich weiß nicht, wo was ist. Aber es ist genauso wie wenn du jetzt, Was soll ich jetzt sagen? Ach man. Ich mag aber die Joy-Cons ja nicht, als die Mode. Genau, Joy-Cons, das war das andere, was ich meine. Die Joy-Cons selber mag ich, aber ich hasse diese Sticks. Ich kann mit diesen Sticks, die sind mir zu billig, weiß ich nicht. Oh nein. Die sind halt viel zu ungenau. Du merkst es halt beim Spielen richtig, wenn du halt einen Vergleich hast mit einem Pro-Controller, wie billig das einfach ist. Deswegen, ich glaube, ich muss mir für die Switch, aber ich spiele halt eh nicht viel Handheld, deswegen vielleicht auch eher nicht. Mal diese Hori-Split-Pads holen. Es gibt ja einmal die großen, die wirklich wie normale Controller sind. Und mittlerweile auch so kleine, die halt auch wirklich von der Größe wie Joy-Cons sind. Das Ding ist, bei Joy-Cons, ich denke, ich mag, dass das auch verschiedene gibt. Also diesen Zelda Hyrule Special Edition Joy-Con von Skyward Sword damals will ich mir auch nochmal holen. Ah ja, die sind cool, ja. Ich dachte, aber du die habe ich. Ich habe Tears of the Kingdom. Ich hab's verkackt, Medition. Ich habe noch den Pro-Controller von Tears of the Kingdom hier, den werde ich verkaufen wahrscheinlich. Ne, da müsste ich mir theoretisch nochmal den von Monster Hunter Sunbreak holen. Ich habe ja nur den vom normalen Rise. Ich bin nicht zu weit geflogen, nochmal. Aber ich bin auch von dem... Ich kotze! Monster Hunter Rise Ding ein bisschen enttäuscht. Weil einfach gefühlt die meiste der Farbe ist einfach ab. Das habe ich auch noch nie gesehen. Hat ich jetzt mal gezeigt, wie der aussieht? Nein, ich schick dir gleich mal ein Foto. Das ist einfach lächerlich, wie der aussieht. Das macht mich traurig. Gut, und mir ist da eins mal runtergefallen, also der ist auch schon ein bisschen gerissen. Der sieht halt echt nicht mehr so gut aus. Okay, so jetzt bist du erstmal dran. Hassstrecke. Ja, wo ist denn die jetzt, die ich meine? Welche waren das? Ist die alt, ist die neu? Das ist eine der alten, die gab. Achso, dann guck ich eh falsch, ja. Ich glaube, SNES Regenbogen Boulevard beim Triforce Cup. Ich glaube, die meine ich. Okay. Also es ist von den Regenbogenstrecken wahrscheinlich die ich am wenigsten mag. Die N64 Regenbogenstrecke ist halt auch so ein bisschen, weiß ich oh nicht. Oh nein, es geht wieder. Ach so, es bricht wieder ab. Super. Oh nee, doch nicht. Er hat sich noch gefangen. Ach Mann. Ich bin eben richtig verkackt worden. Betrogen worden. Ich bin einmal kurz runtergefallen und dann war eine Bombe vor mir und dann. Ach Mann. Aber ich weiß nicht, ich überlege gerade auch so, auch bei Handheld, PlayStation Portable, PlayStation Vita. Ja gut, PSP und PS Vita, ja gut, die mag ich nicht so. Besitzt zwar eines von beiden, ich glaube es ist die Vita. Aber auch da, diese Sticks, die sind einfach scheiße.
Und das Ding ist allgemein nicht so hübsch. Ich müsste das mal ein bisschen sauber machen. Ich glaube, das ist halt auch echt ausgenudelt, das Ding, was ich da habe. Wie viel hast du damals bezahlt? 20? Was waren das? 50. Doch, so viel? Ja, 50 waren es. Aber da waren halt auch irgendwie relativ viele Spiele dabei. Zum Beispiel. Aber da waren ja auch viele ohne Hülle dabei. Ja, deswegen habe ich die gelassen wahrscheinlich. Ja, und weil es nicht Nintendo ist. Aber das Ding hätte wahrscheinlich auch noch eine Hülle gehabt. Also wir hatten so eine Tasche, Fragetasche war dabei. Aber das ist ja nicht, dass das verkauft wird. Nee. Hab ich denn hier für einen Kacke? Oder gab es noch andere Handhelds von anderen Leuten? Ich meine, Mogi hat viele Videos gemacht, aber... Ja, diese ganzen alten Dinger da, wo es angefangen hat mit Handhelds, aber... Was hast du? Stream Deck. Ach so, ja, Steam Deck, nicht Stream. Ist halt an sich richtig geil. Aber meine Hände sind zu klein. Ich kann damit nicht spielen. Das Problem hättest du natürlich nicht. Aber ich kann da... Wow, danke für nichts, du Arsch. Ich kann damit halt nicht spielen. Ich komme nicht an die Schultertasten dran. Es geht nicht. Und wenn ich meine Hände so verkrampfe, dass ich da irgendwie dran komme, dann drücke ich die Sticks in meine ganz falsche Rüstung, weil meine Hand ganz verkrampft ist. Das ist ganz komisch. Ach Kopf, friss mich doch nicht! Und auf der einen Seite cool, dass ich sub, aber auf der anderen Seite auch ein richtiger Fehlkauf. Weil ich es halt einfach gar nicht wirklich nutzen kann. Der richtige Fehlkauf, meine Freunde, nicht der falsche Fehlkauf. Deswegen, das Ding ist eigentlich noch komplett neuwertig. Das liegt in einer Originalpackung. Und ich habe keine Ahnung, nicht mal 10 Stunden damit gespielt, glaube ich. Ich werde betrogen hier. Ja, ich kann ihn nicht gewinnen. Ich werde hier von allem getötet. Ja, aber man merkt schon. Computer auf derselben Stärke, aber kackt Strecken deswegen. Schon wieder Siebter! Ja, ich merke schon, das läuft nicht so gut für uns. So, du bist wieder dran. Ach, Mann, ey. Mann! Jan! Was denn? Reg mich auf! So, ich suche schon mal meine nächste Strecke, aber du bist dran. Ja, wir nehmen jetzt hier die direkt daneben, aber die mag ich auch nicht. Polarkreis oder Goldmine? Ja, Polarkreis. Sagt mir gerade gar nichts. Klimawandel kennt ja nicht. Wie viele Punkte sind wir auseinander jetzt? Ich muss überlegen. 5. Oh, kacke. Da musst du erstmal seine Mathe-Skills auspacken. Na. Oder auch das, diese Konsolen, diese spielerische Konsolen, VTech und sonst was. Ja, davon hatte ich eine. Das sagt da jetzt nichts Schlechtes drüber. Ja, als ob du die wirklich gut fandest. Damals schon. Damals. Kam halt auf die Spiele drauf an. Vor allem dieser Joy-Con. Ne, nicht Joy-Con, dieser. Wie nennt man das? Joystick. Joystick, genau. Joystick? Ne. Vor allem die habe ich noch, Flo. Also, was? Wo? Der ist mit bei meinen Eltern noch zu Hause. Ich habe die noch. Zu Hause hast du das? Nicht hier halt, aber bei meinen Eltern. Das ist natürlich auch cool. Wie kann es sein, dass du nie meine Bomben fährst? Ich nehme so ganz andere Wege. Was hast du noch bei deinen Eltern? Und die sagen nicht, nimm das mal mit, oder? Nee. Ja, ich habe da noch ganz wenig, aber... Ja, aber Das meiste habe ich da schon mitgenommen. Und das ist halt eine der Sachen, die kriegt dann wahrscheinlich meine Schwester, wenn sie das möchte. Ich möchte es natürlich wieder haben irgendwann, wenn sie es nicht mehr will. Sie soll es nicht selbst verkaufen. Ja, das ist raus. Richtig. Mein Bruder hat mir ja auch mal seine Xbox kurz gegeben und da hat er gesagt, ich bin doch wieder. Deswegen, ich habe überlegt, jemanden das Steam Deck zu vermachen. Und Marvin meint dann nur, ja, vielleicht verkauft er das, dann sagt, gut, dann ist es raus, er kriegt das nicht. Also das vielleicht kann ich dir meine Switch-Spiele vermachen. Ich weiß gar nicht, wie viele du hast, die ich nicht habe. Stimmt ein paar. Ja, mir fällt mindestens das eine ein, was du für einen Film beim Saturn oder so gekriegt hast. Astral Chain oder wie auch immer das war. Ah, I remember, ja. Das macht mich immer noch traurig. Warum macht dich das traurig? Nee, es hat 10 gekostet tatsächlich. Ja, ich gönn's dir, aber ich denke mir mal, ich will auch haben. Ja, das willst du bei allem.
Das ist wohl wahr. Du Sauhund, du. Was hab ich denn gemacht? Oh Gott. Ja, so toll ist die Strecke echt nicht. Daisy? Jawohl, Daisy! Hol das Ding, Daisy! Das ist wichtig gewesen. Du Heilige, ey. War das wichtig? Jetzt ist wieder alles offen. Ja, das sind Hassstrecken, die interessieren mich eh nicht ja, so. Jetzt bist du mal dran für die Allerschlimmste. Ja, ich weiß nicht, aber einen habe ich im Kopf, weil ich gedacht habe, dass das eine ist, die es gar nicht war. Also ich hätte eine noch im Kopf, aber ich weiß nicht, ob du die auch nicht magst. Wer sagt denn? Wer sagt doch? Ja, die Knochentrockendünen. Nee, die sind okay. Ich würde als letzte Strecke hier Buhutal. Oh nein, die mag ich tatsächlich nicht. Ja, ich auch nicht. Da bin ich nicht gut drin. Ich hatte mich erst gefreut, dass es eine coole ist, die vom N64, obwohl die auch nur so semi-cool ist. Eigentlich ist sie gar nicht so gut. Und dann war ich noch mehr, ja deswegen. Und dann war ich noch mehr enttäuscht, wo ich gesehen habe, dass es GBA ist und nicht N64. Ja, stell mal vor, Leute denken auch, die Wii ist eigentlich noch eine Wii und so. Das gab's ja auch alles. Ja. Ich glaube, das auch bei vor allem älteren Menschen dann auch das Problem. Oh, DS hier. Ich will ein 3DS zu Weihnachten, kriegst ein DSi. Oder du kriegst das Spiel, obwohl du ein 3DS Spiel, obwohl du nur ein DS hast. Ja. Unangenehm. Oder? Bester? Beim Flohmarkt, was hatten die da gesagt? Eine CD zum DS Spiel? Genau, irgendwie sowas. Aber Flo? Ja. Müsst ihr was sagen? Hier riecht's nach Milch, das mag ich. Sehr interessanter Geruch. War irgendwie so eine Bio-Tante vorhin auf dem Flohmarkt. Und 2 Meter weiter hat aber nach Gülle gerochen. Hat die das vielleicht verwechselt, diese 2 Flüssigkeiten? Ach, hier riecht's nach Heimat. Ach, diese Kurve ist immer so schwer zu nehmen. Ja, die normalen Panzer kannst du dir eh vergessen auf der Strecke. Toll, ihr! Wie viele rote Panzer? Tudum. Warum hattest du 2? Nur weil ich danach gleich noch einen bekommen hab. Ich seh nichts, ich seh nichts. Sag mal. Vielleicht eine meiner neuen Lieblingskombos vom Gefährt. Ich konnte nicht mehr Gas geben. Ich raste aus. Na gut, na gut. Danke, danke. Ach, schön. Gut. Dann. Oh, Wes, sind wir 13 Minuten? Ja gut, was anderes als so mal abgeschmiert. Der Vater vor. Machen wir jetzt noch was oder bleibt das jetzt so? Das bleibt so. Gut, dann hoffen wir, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne bei anderen Projekten wie zum Beispiel dem gerade aktuellen Paper Mario Legende von Millionentor wieder ein. Oder bei anderen Sachen, wie gesagt. Sonst, schönen Tag, nicht verpassen, Like da lassen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.